Wow. Das ist wirklich eines der schlimmsten Dinge, die man einfach kaufen kann. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde euch heute einmal ein kleines Thema näher bringen, was sehr, sehr viele Leute von euch wahrscheinlich schon gesehen haben, ja? Und ich werde mal ganz kurz Research über das Ganze machen und deswegen euch das Ganze kurz mal erklären. Und zwar in diesem Video geht es um Debug-Boxen. Die Debug-Boxen, die was so viele Leute gekauft haben und mit nach Hause genommen haben. Ja? Leute, die was einfach gemeint haben: Yo, hey, ich mach das mal, ich schau mal, was passiert. Ja? Ich nehme das Ding mit nach Hause und ich mache es vielleicht sogar auf. Ich gehe mal ganz kurz in das Ganze rein und ich werde euch ein paar Sachen erklären, was die Debug-Box überhaupt genau ist. Und zwar, als Debug, auch genannt Anhaftung, Bund der Freunde, wird im jüdischen Volksglauben ein oft böser Totengeist bezeichnet, der in den Körper eines Lebenden eintritt und bei diesem irrationales Verhalten bewirkt. Alles klar. Die Seele des Toten konnte sich aufgrund ihrer Verfehlungen nicht von der irdischen Existenz trennen und sucht nach einem lebenden Körper, um diesen zu besetzen. Die Auswirkungen des Debug entsprechen demnach der Besessenheit, was sich auch in seinem Namen widerspiegelt, der Umklammerung oder Anhaftung bedeutet. Die Bezeichnung leitet sich ab von Umklammerung durch einen bösen Geist. Der Debug hat nach dem Volksglauben keine metaphorische, sondern eine konkrete Bedeutung. Der böse Geist, der in einem lebenden Menschen fährt, klammert sich an seine Seele, ruft Geisteskrankheit hervor, spricht durch seinen Mund und stellt eine von ihm getrennte und fremde Person dar. Er ähnelt den Dämonen und Geistern, die in der katholischen Kirche beim Exorzismus ausgetrieben wurden. Es wird angenommen, dass eine Seele, die zu Lebzeiten ihre Funktion nicht erfüllen konnte, eine weitere Möglichkeit dazu in Form eines Debug erhält. Also ein Debug ist eine Person, die in einer Box festgehalten wird. Und wenn diese Box geöffnet wird, dann probiert diese Person den Öffnenden quasi direkt in den Körper zu fahren und einfach eine andere Person hervorscheinen zu lassen. Also er probiert irgendwie ein neues Leben zu erreichen und vertreibt somit die richtige Seele oder probiert somit die richtige Seele zu vertreiben. Und das ist heftig. Ich frage mich nur, weil ich habe sehr, sehr viele Leute auf YouTube gesehen und die haben da mehr oder weniger immer gezeigt, dass es wirklich real ist und wie auch immer, ne? Und ich meine, ich denke mir so, okay, ich würde mir sowas nicht kaufen, weil ich einfach sowieso weiß, dass da ein Dämon drin ist, der was mehr oder weniger irgendwie in mich rein will und dann irgendwie meine Seele vielleicht vertreiben will, wo ich dann irgendwie, naja, vielleicht sogar einen Exorzisten oder so bräuchte, der was das Ganze irgendwie aus mir raus kriegen müsste. Und das ist halt irgendwie ziemlich unnötig, wenn ich ehrlich bin. Deswegen keine Ahnung, warum man sowas genau macht. Natürlich ist es ein bisschen, ne, Adrenalin, aber das Ding ist halt, man hat vielleicht sogar eine Sache zu Hause, die was man nicht zu Hause haben möchte und deswegen würde ich sowas niemals machen. Deswegen ein bisschen aufpassen und das würde ich nicht machen. Ich finde es nur krass, dass sowas überhaupt existiert, dass man ein Debug zum Beispiel werden kann und dann Leute irgendwie, ne, umklammern oder anhaften kann an Leute, ne? Und die Leute irgendwie komplett verwirrt macht, ne? Und eine andere Person denen halt so quasi vortäuscht oder wie auch immer, ne? Und das ist halt wirklich echt krass und komisch, weil ich meine, ich weiß, dass Dämonen einen Menschen verändern, das weiß ich, ja. Aber so heftig wie der wahrscheinlich niemals jemand. Das ist einfach ein Dämon in einer Box, ja. Und wenn man die Box öffnet, dann ist halt vorbei, ne? Das ist halt das Ding. Ich meine, ich habe schon viele Videos auf YouTube gesehen und ich brauche mich da nicht unbedingt großartig dazu äußern, wenn ich ehrlich bin, ob das real oder fake ist. Ich glaube 100%, dass das real ist. Einfach aus dem Grund, weil sowas sicher existiert, ja? Das, was mich interessiert, wo der Hintergrund herkommt. Das heißt, wenn jetzt irgendwer so eine Debug-Box zu Hause hat, ja, und die loshaben will, ja, derjenige, der sie gerade hat, ja,
Der sagt so, ja, okay, perfekt, ich habe eine D-Box, ich will sie verkaufen, weil da ist irgendwie mein Verstorbener drinnen oder so, ich will sie nicht mehr haben, bitte, ne, weg damit, ne? Und ich fühle mich irgendwie komisch neben dir und was weiß ich, ja. Ich denke mir nur, aus welchem Grund packst du die Asche in eine Box rein, ja? Weil ich meine, ich verstehe ja das Gefäß, wo man halt die Asche reintun kann und so, aber das Ding ist halt, Leute legen die Asche in eine Box, dann schweißen sie die Box zu, damit sie kein Mensch aufmachen kann, ne? Und wenn sie eine aufmacht, dann ist halt irgendwie mehr oder weniger vorbei. Ich finde es halt nur krass, dass Leute sowas überhaupt machen und dass Leute überhaupt sowas irgendwie einfällt, weil ich denke mir nur so, ich meine, ich möchte meinen Geliebten zum Beispiel jetzt nicht in einer Box haben und den dann weiterverkaufen, ja? Oder auch wenn es mein Uropa ist oder so. Ich würde das nicht wollen, wenn ich ehrlich bin, weil das ist vielleicht sogar eine Seele, die was irgendwo zu dem Haus gehört, ja? Deswegen würde ich sowas nicht tun und deswegen kann derjenige natürlich, wenn es verkauft wird und wenn er quasi dann weg von dem Zuhause ist, dass er dann irgendwie verärgert wird, ist dann ziemlich logisch, oder? Und wenn das auch noch dann aufgemacht wird, dann hat er Platz. Und dann ist er da. Und sowas würde ich nicht so wichtig finden. Weil mit sowas würde ich nicht unbedingt spielen. Das ist echt nicht so das Ding, ja. Ich kenne einen Kanal, der ist TFL, ja. Fit TFL, warum, ne? Auf jeden Fall, die machen auch ziemlich viele Videos und eigentlich ist der liebe Eltern ein richtiger Draufgänger, würde ich mal so sagen, ja. Und sogar er hat einfach gesagt, nee, ich mach das nicht auf. Ich mach das 100% nicht auf, weil ich will das nicht. Das möchte ich nicht und das. Nee, das muss dir wahr. Und ich meine, wenn so ein Draufgänger wie er bei paranormalen Sachen sagt, ich mach das Ding nicht auf, ist halt schon ziemlich hart. Und da denke ich wirklich ziemlich oft dran, dass der das nicht mal aufgemacht hat. Ich denke mir so, okay, irgendwie ziemlich krass. Ja? Und ja, ich finde es heftig. Dieses Thema ist echt eines der krassesten, weil es einfach so komisch ist. Ja? Warum würde man jemanden in eine Box stecken und den dann verkaufen und glauben, dass es ihm da drüben besser geht, wenn er verstorben ist und einfach mehr oder weniger nur raus will aus der Box? Ja? Ich denke mir, das ist nicht gut. Und Leute, die was sowas aufmachen, wenn die Leute sich dann wundern, dass da irgendwas zu Hause passiert, ja? Naja, wundern brauchst du dich sowieso nicht mehr vor sowas, weil sowas ist wirklich richtig schlimm. Also wirklich eines der schlimmsten Sachen, die was du machen kannst. Ja? Und natürlich, ich bitte euch inständig, dass ihr sowas nicht macht, weil das ist das Schlimmste, was ihr jemals machen könnt. Ja? Und sowas zu kaufen oder aufzumachen, ist eines der schlimmsten, spirituell schlimmsten Sachen, die was ihr machen könnt. Weil erstens, vielleicht braucht ihr einen Exorzismus, ja? Als Mensch. Ich glaube, das willst du nicht, weil sowas will kein Mensch erleben. Und solche Sachen sind auch real, also Exorzismus ist 100% real, ja? Und wenn du dann so auf einmal so komisch drauf bist, das glaube ich will keiner, auf jeden Fall, naja, ne? Es ist heftig, deswegen lasst das auf jeden Fall wirklich in Ruhe und schaut euch lieber die Videos an, okay? Aber ihr müsst es auch bitte nicht aufmachen, das ist wirklich, 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 wirklich ehrlich gemeint, ja? Das ist wirklich eines der schlimmsten Sachen auf jeden Fall, ja? Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Mini-Video gefallen, ja? Das kleine Mini-Video über die Dippo-Box. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Like und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr gleiche andere Themen haben wollt, wie das jetzt zum Beispiel, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, welches Thema ihr haben wollt. Und dann spreche ich mal drüber. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video, ja? Ciao, ciao.